Halli, hallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Valheim. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Letzte Folge haben wir hier beendet. Oh Gott. Haben noch ganz schnell den Spawner weggeschossen. Ah, es kostet halt echt viel Ausdauer, wenn man blockt, ne? Ah, jetzt wird es nämlich schon wieder eklig. Ja, wir hatten noch schnell den Spawner weggeschossen. Mit Feuerpfeilen. Und können uns jetzt um die Trogger kümmern. Aua. So, ohne Ausdauer ist halt echt ein bisschen doof. Gerade die Elite. Die halten halt eine ganze Menge aus. 229 Kilo. So, jetzt haben wir es. Und eine Kiste. Vielleicht sind wieder 20 Eisen drin. Gab auf jeden Fall eine Menge Innereien. Knochen. Das war das andere. Das waren Münzen. 13 Eisen. Und wir sind wieder viel zu voll. Ach, Mann. Ja, wie viel? 366. Wir werden hier auf jeden Fall keine 66 Kilo los. Im Leben nicht. Wir packen mal 7 Eisen weg. Hat genau gepasst. Wir müssen uns die definitiv dann wiederholen. Dann würde ich sagen, wir machen uns jetzt erstmal schnell auf den Rückweg. Wie geil wäre das, wenn wir diesen Gürtel hätten. Dann könnten wir jetzt so easy peasy alles mitnehmen und einfach, ja, würde einfach eine ganze Menge Zeit sparen. So, jetzt lasst mich mal überlegen. Wir müssen, hier runter müssen wir. Bin mir nicht sicher, ob jetzt Nacht ist. Ich glaube, es gibt einen Mod, wo man eine Uhrzeit hat. Wäre eigentlich auch nicht verkehrt. Man kann sich auch so eine Sonnenuhr bauen, habe ich auch schon gesehen. Dann halt anhand des Schattens, so wie man das auch früher gemacht hat, sieht man so ungefähr, was für eine Tageszeit ist. Naja gut, also den Zorngeist müssen wir uns definitiv noch holen, aber das würde ich ganz gerne machen, wenn wir Giftwiderstand dabei haben. Weil jetzt hier gegen so einen Zorngeist kämpfen und auf einmal so ein Schlundegel auch von der Seite, nicht so geil. Unsere Nahrungsmittel gehen gleich aus. Würde die aber ganz gerne erst nachlegen, wenn wir wieder hier im Sumpf sind. Und nicht ganz so viel verschwenden. Können wir noch einen gelben Pilz dazwischen hauen. Und gleich haben wir es geschafft. 19 Eisen. Wie viel hatte ich jetzt? 7 hatte ich, glaube ich, in der Kiste liegen lassen. Das sieht doch schon wieder sehr, sehr gut aus. Werfen wir gleich alles in den Schmelzofen. Dann kann das schön köcheln. Währenddessen wir hier weiterhin am Ackern sind. War hier noch was drin? Nö. Na komm, den Ast nehmen wir auch noch mit. Ja, wir müssen wirklich mal schauen, weil, ich weiß nicht, Ausdauer und auch Lebensregeneration ist so langsam echt ganz schön low. Aber ich hatte es ja letzte Folge schon erwähnt, jetzt dauerhaft immer mit Tränken rumlaufen. Puh. Das ist halt sehr, sehr teuer. Macht viel Arbeit. Wir halten halt auch immer nur so voll kurz. Bin ich irgendwie noch zu geizig für. Ist das das Meeresrauschen? Oh, habe ich irgendwie sonst noch nie so dolly gehört wie jetzt. So, Zutaten. Wir haben wieder eine ganze Menge Innereien bekommen. Gelber Pilz kann auch mit rein. Müssen wir mal schauen. Ich hatte irgendwo diesen komischen, diese Trophäe mit reingepackt, weil kein Platz mehr war. Ich dachte eigentlich irgendwo hier. Oder ich meinte die. Wer weiß. So, was wollte ich noch wegwerfen? Wir haben Leder, wir haben Stein. Wir haben Knochen. Das und das. Den Schlamm habe ich bei Sonstiges mit reingeworfen. Zack. Ach, wegen dieser einen Kette, ne? Müssen die auf jeden Fall noch bekommen. Holz. Wie sieht es denn münztechnisch aus? 620. Ich habe keine Ahnung, ob das viel oder wenig ist. Ich hoffe doch viel. Ach, mich freut das so. Das wird alles so mega schön werden. Wird jetzt halt so bis zum Graben alles noch mit Steinplatten machen. Das heißt, das Stück hier bis hinter, bis dorthin, und auf der Seite wird auch noch ein bisschen was abgetragen. Dann haben wir hier richtig viel Platz.
können auch ein Haus bauen für das Portal und ein generelles großes Wohnhaus, was ich ja schon lange vorhab. Das wird alles mega schön. So, die eine Distel lasse ich jetzt mal. Die habe ich vergessen wegzupacken. Wir können hier nochmal noch ganz schnell... Obwohl, ich packe sie mit hier rein. Wieder eine Distel mehr, die wir nach Hause bringen können. Na, jetzt hätte ich es wieder fast vergessen. Wir wollten, oder ich wollte den Giftwiderstand doch unbedingt mitnehmen. Und wir können hier auch nochmal reparieren. So, Tränke, Tränke, Tränke. Wir nehmen mal zwei Stück mit. Und auf geht's zurück. 7 Eisenwatten noch in der Truhe. Die Krypte war auf jeden Fall auch noch nicht komplett abgearbeitet. Vielleicht kommen wir wieder so auf 20. Oder 21, dann hätten wir 40 Stück zusammen. Und könnten schon wieder eine ganze Menge damit anstellen. So, also ich glaube, jetzt ist wieder Tag, ne? Oder wird es gerade dunkel? Also im Sumpf erkennt man es eh nicht. Weil sobald man den betritt, wird es eh immer dunkel. Auch eine Elite. Bam. So schnell kann es gehen. Wir haben gerade 200 Schaden mit einem Schlag gemacht. Das ist schon eine geile Sache. Ein bisschen Kernholz könnten wir uns auch mal wiederholen. Ich habe jetzt keine Axt dabei, aber so früher oder später. Das war doch ein Schlundi. Hab's doch genau gehört. Ja, weil davon haben wir nicht mehr so viel. So. Lasst mich mal gucken. Ne, die hat man fertig. Die kann weg. Drüben ist die nicht fertige. Noch ein Schlundi. Du kannst mich vergiften, wie du willst. Er schafft es nicht mal, wenn wir direkt hinrennen und voll auf Angriff gehen. Sollte er es nicht mal schaffen, uns zu vergiften. Ah doch, jetzt hat er es geschafft. Okay, doch keine gute Taktik. Ja, zumindest verlieren wir durch den Widerstand nicht wirklich viel Leben. Wo es eigentlich immer noch zu viel ist. So, ab herein hier. Wir brauchen unbedingt die Kette, sonst bringt uns das ganze Eisen gar nichts, außer eine Eisenspitzhacke, die wir natürlich bauen könnten. Aber ich habe es eigentlich auf Streitkolben 4 oder Rüstung 4 abgesehen. Können wir hier noch zu Ende klopfen. Da gab es nochmal Eisen. Nochmal Eisen. Irgendwo ist noch was. Na, dort. Naja, egal, treffen wir nicht. Kostet immer eine ganze Menge Zeit, wenn wir das jedes Mal versuchen, die Kleinteile noch uns zu holen. Hier haben wir definitiv nochmal einen großen Schrotthaufen. Schon wieder 11 Stück zusammen. Gut, 7 waren in der Truhe, aber trotzdem. Es geht schon echt flink. Dann würde ich sagen, lasst uns das auf jeden Fall alles auf die 4 bringen. Dann sind wir definitiv relativ safe, um uns Knochenwand zu stellen. Und auch generell fürs Gebirge dann, wenn mal wieder Wölfe kommen. Wir sind wirklich oft genug gestorben in letzter Zeit. Wir sind halt davor immer so lockerflockig durchgekommen, ne? Hatten eigentlich nie größere Probleme. Aber so, das ist halt kein Dauerzustand. Mittlerweile müssen wir uns gut vorbereiten. Einfach mal so ins Gebirge gehen ist halt nicht. Da brauchst du am besten 3 Tränke. Die beste Lebensmittelkombi, die aktuell geht. Alles schön weit hoch geskillt. Anders wird's halt nicht mehr. Aber ist ja cool. Ist mir alles 1000-mal lieber, als wenn es viel zu leicht ist. Dann macht es nämlich auch keinen Spaß.
So, der nächste Schrotthaufen. 237. 15 Eisen. Bisschen was kriegen wir noch weg. Ich glaube, hier dahinter wartet was auf uns. Irgendwas war zumindest gerade echt laut. Einfach ein komisches Geräusch. Weiß nicht, ob das einfach die Schrotthaufen sind, die dann hier so runterfallen. Ich sehe zumindest erstmal keinen Gegner. Mal schauen, ob sich das bestätigt. Sieht gut aus. Eine ganze Menge Schrotthaufen. Und Schrotthaufen. Ohne Ende Schrotthaufen und keine Gegner. Das ist doch perfekt. So stelle ich mir das vor. Wir können bloß nicht mehr so viel tragen. ...287. Ich glaube, ein Schrotthaufen geht noch. Verwitterter Knochen. Jetzt gab es nochmal Eisenschrott. So, 298. Wir könnten natürlich jetzt schlau sein. Und packen jetzt erstmal das ganze Eisen hier rein. Dass wir uns komplett durch die Krypte kämpfen und dann einfach zweimal schnell hierher gehen, die Truhe leeren und wieder nach Hause. Ich glaube, so machen wir es. Dann brauchen wir nicht fünfmal gucken, wo wir waren und wo wir noch was abbauen können. Vielleicht kommt ja noch eine Truhe. So, ich glaube, hier ist Schluss. Nee, hier geht es nochmal hoch. Wir machen erstmal ganz kurz hier noch den Rest. Nichts mehr drin. Wieder so eine riesige Krypte. Ich hoffe wirklich, dass wir den Händler bald finden. Also nicht, dass der wirklich extremst weit weg ist. Ich hoffe einfach ganz stark, dass die Entwickler da ein bisschen mitgedacht haben und egal bei welchem Seed, einfach der Typ immer irgendwo in der Nähe spawnt. Er soll wohl auch relativ schnell auf der Karte markiert werden, also er wird dann automatisch auf der Karte markiert. Das ist jetzt nicht so, dass wir jeden Baum durchsuchen müssen. Und das soll wohl auch ein recht großer Radius sein. Sobald man da in die Nähe kommt. Das gibt mir ein bisschen mehr Hoffnung. Also ein bisschen was noch. Hier unten vielleicht. War aber auch nicht mehr viel. Hier der nächste ohne Ende. Wahnsinn. War zwar jetzt nicht ganz so ergiebig, aber besser als gar nichts. Ich glaube, hier ist überall das Ende jetzt, ne? Müsste zumindest so sein. Ja. Sieht stark danach aus. Nö, hier geht's nicht weiter. War wirklich noch ein Eisenschrott, cool. Und zack. Kommen da noch. Auch noch ein Eisen. Naja, 9 Stück schon wieder zusammen. Wir hatten auf jeden Fall hier drüben auch noch irgendwo. Ich glaube, wenn wir hier rechts gehen. Ach nee, hier hatten wir schon abgebaut. Hier ging es nicht weiter. Nee, dann sind wir, glaube ich, durch. Also ich weiß nicht genau, ob mit der kompletten Krypte. Wir gucken gleich nochmal. Wie viel müssen wir liegen lassen? Eins noch. Ja, da packen wir dafür das hier weg. Und dann machen wir uns zurück. Ich glaube, da müssen wir durch sein. Können wir dann gleich nochmal gucken. Wir müssen ja eh nochmal hier rein. Jetzt ist halt die Frage, ist hier Tag oder Nacht? Würden wir nachts Sterne sehen oder ist es immer bewölkt in dem Sumpf? Ich habe keine Ahnung. Da sind wieder diese Sortling-Typen. So, wir müssen aber... Nee, wo müssen wir denn lang? Irgendwie verlaufe ich mich im Sumpf immer.
Hier müssen wir lang. Wäre halt schön, wenn hier einfach mal ein Zungengeist vorbeikommt. Ich glaube, es ist noch Tag. Oh nein, wir könnten gleich ertrinken. Da müssen wir auch immer aufpassen. Ich vergesse das immer. So. 48 Sekunden Giftwiderstand noch, das passt. Ist halt eigentlich Verschwendung. Dafür, dass wir ein einziges Mal von so einem Schlundegel angespuckt wurden. Ich weiß nicht, ob man den auch im Nachhinein reinwerfen kann. Vielleicht führen wir den einfach mit uns mit. Und wenn wir eine starke Vergiftung kriegen, kippen wir uns den einfach hinterher rein. Das Problem ist, ich will hier gerade nicht kämpfen, weil wir können auch nichts mehr tragen. Wir sind komplett voll. Wäre ein bisschen Verschwendung. Jetzt habe ich aber Angst, dass ich die zu unserem Portal führe. Dass die dann in unserem Portal rumknabbern. Muss halt auch nicht sein. Na, ich glaube, mehr folgt uns gerade nicht. Wir haben das auch ganz gut hier so hinter die Bäume gebaut. Ist nicht so ganz easy erreichbar für die Bots zumindest. Denke mal, das sollte passen. 21 Eisen wieder heimgebracht. Ach, und wie die Sonne auf diesen Steinboden reflektiert. Es gefällt mir. Also wir haben auf jeden Fall Vormittag, Mittag oder so. Müsste mal schauen. Hier haben wir wieder das mit dem Schatten. Müsste mal gucken, wo die Sonne aufgeht. Obwohl, ich glaube, die Karte ist ja, das ist Norden, ne? Osten, Süden, Westen. Ne, da müsste es Sonnenuntergang jetzt sein. Ich glaube, die Karte ist ja immer nach Norden ausgerichtet da oben, ne? Ich glaube schon. Ach Mist, wir hatten gar keine Kohle mehr. Also nicht genügend Kohle drin. Haben wir jetzt etwas Zeit verschenkt. So, und zack und zack. Holz haben wir zum Glück genug. Kohle auch noch. Aber selbst wenn die dann alle geht. Naja, 40. Das reicht nämlich gar nicht mal mehr so lange. Können wir aber zumindest mit Holz gleich neue herstellen. Ich nehme uns mal noch hier so ein Bundle mit. Ich glaube 20 passen ja rein. Können wir hier nochmal genau beide voll machen mit den 40, die wir einstecken haben. Das haut hin. Und hier drüben lassen wir nochmal welche produzieren. Gute Kohle. 25 passen rein. Und wir haben ja auch zwei davon, habe ich ganz vergessen. Komm, dann holen wir gleich nochmal Holz und lassen noch welches nachmachen. Ja, die Kohle wird halt so stark verbraucht bei Eisen. Na, ja, da war wieder der World Safe. So. Das Ding voll. Das Ding voll. Und dann klatschen wir. Achso, ja, wir haben ja noch gar nicht so viel Kohle. Die ist ja erst am Brutzeln. Mein Fehler. Naja, wir reisen jetzt nicht nochmal in den Sumpf zurück, weil die Folge gleich zu Ende ist. Die würde ich ganz gerne mit euch hier im Grasland in unserer Basis beenden. Mit einem etwas schöneren Anblick als im Sumpf. Wie sieht's denn aus hier? Karotten sind noch nicht fertig. 13 Stück. Ach, okay. Nee, dann nehme ich sie nicht mit. Kriege ich sie jetzt weg? Auch nicht. Ich dachte, wir packen die mal mit hier drüben rein. Wie viel hatten wir denn hier noch? Wir hatten hier noch ganze 2, also haben wir 15. Und jetzt können wir gleich nochmal schauen, was das Ganze kostet. 15 sogar bloß, also keine 20. Das geht ja sogar. Cool, Rüstung dann auf 20 statt 18, also 2 wieder mehr. Der Streitkolben kostet 30, also es verdoppelt sich gar nicht. Das heißt, wir brauchen 30, 45, 75. 75 Eisen. Ich glaube, vorhin oder letzte Folge hatte ich 100 errechnet. Weil ich dachte, es verdoppelt sich. Aber 75 ist eigentlich okay. Klingt jetzt erstmal viel, ist es aber eigentlich nicht. Weil wir haben hier noch 8 drin. Hier noch 8 drin sind 16, plus die sind 20.
plus das sind 33 und ich glaube zwei waren drüben, also 35. Also fehlen uns noch 40 Stück. Schaffen wir definitiv in zwei Folgen. Wenn es gut läuft in einer, wenn wir eine Kiste finden. Aber hey, dann hätten wir hier alles auf 4 und das Ding auf 4. Vorausgesetzt, wir kriegen noch eine Kette. Aber das wäre eigentlich schon ziemlich geil. Dann würde ich mich auch sicher fühlen, mal wieder zum Knochenwanz zu machen. Achso, er hatte mir mit dem Bienen auch noch einen Tipp gegeben. Der nette Zuschauer, den ich letzte Folge erwähnt habe. Und zwar haben die Bienenstöcke zwei Ausgänge. Einen hier und einen an der Rückseite. Und einen machen wir halt komplett durch die Mauer zu. Und der andere war wohl hier durch unsere Palisade, durch unseren Zaun auch verdeckt. Der ist jetzt weg. Aber leider gefällt das denen immer noch nicht. Vielleicht liegt es auch noch am Steinmetz mit, aber naja, ich glaube, wir müssen uns da generell mal einen etwas anderen Platz suchen oder die vielleicht nach oben bauen. Ist denen vielleicht etwas zu dolle Massentierhaltung, was wir hier machen, und Bienen sind ja eh bloß mit ihrem Volk. Cool. Gut, wir machen an der Stelle erstmal Schluss mit der Folge. Ich lege mich jetzt hier oben nochmal ins Bett, dann sollte das Eisen auch hoffentlich soweit sein. Und dann können wir nächste Folge nochmal ein bisschen auf Eisensuche gehen, hoffentlich einen Zorngeist finden für die Kette. Ja, und dann alles auf die 4 kriegen. Verdammt. Und dann alles auf die 4 kriegen, damit wir uns dem Knochenwand stellen können. Und wenn wir das geschafft haben, machen wir uns auf die Suche nach dem dunklen Händler. Und natürlich ab ins Gebirge. Dann erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Morgen 19 Uhr geht's weiter. Bis dahin. Macht's gut.